Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, wir sind noch hier mit den Forschungen des Tyler Freeborn beschäftigt und haben hier jetzt hier so ein paar, na, oder auch ein paar mehr, ne, man weiß das immer nicht so, es sind ganz schön viele hier, ne, von den komischen Hunden hier rumwuseln. Und wir sollen jetzt hier die Schlacht überleben, was, ja, hoffentlich nicht so das große Problem für uns sein wird, hoffen wir, wenn das Ding nicht wieder verbuggt ist. Das war früher mal verbuggt. Da ist es... Ey, na, ich kriege hier aber echt ganz schön aufs Fressbrett, war. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Lass mich hier mal raus. Das war verbuggt und da sind immer mehr gekommen und man konnte irgendwie gar nichts machen. Das war ein bisschen doof seinerzeit. Ach ja, die Orochi wachen hier auch noch auf mich, weißt du. Das überlebe ich nicht. Hallo? Das wird mein elender Tod, ne? Ich sag's ja nicht gern. Okay. Okay, dann kehren wir mal zu der Haftzelle zurück, ne? Das war nicht so gut, ne? Machen wir das doch klar nochmal. Das war irgendwie ein bisschen ungünstig. Ich weiß nicht, aber man musste schon die Bewacher da töten, glaube ich. Und die Orochis nicht, oder wie? Ich weiß das aber auch nicht mehr genau. Aber wir werden da gleich nochmal, wir machen das gleich nochmal. Ich sage ja, früher war das irgendwie verbuggt mal eine Zeit lang, aber ich glaube, das haben die mittlerweile behoben. Also das soll schon so sein, wie es jetzt ist. Notfalls müsste ich vielleicht noch, ich meine, da geht es ja ums Überleben, vielleicht, guck mal, ich könnte, das mache ich jetzt mal noch. Wo ist denn hier die... Nee, die ist hier, ne? Die Kampfdisziplin. Guck mal. Die nehmen wir mal noch rein. So. Mit der Regeneration. Ja. Ja, machen wir so. Okay. Ja, ich glaube, das passt dann schon. Dann haben wir da nochmal was, wo wir uns kurz errettete tetteten können. Ne? Das schadet ja nichts. So. Okay. Ja, ich möchte mich wiederbeleben. Danke. So. So, machen wir die Haftzelle doch nochmal. Ja, das, die Videosequenz hatten wir ja schon. So. So. Vielleicht stellen wir uns mal hier irgendwie... Ja, na, das hilft halt auch nichts. Ne? Ah. Das ist halt irgendwie echt... Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, da geht's ja schon gut los hier mit uns, wa? Würde ich sagen. Okay. Ja. So. Oh, da kommt der nächste Schwung. Okay. Ja, ja. So, 1, 2, 3, ganz viele. Oh. Okay, 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 okay. Zack, 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 zack. Ja, hier machen wir mal einen Trank reinpfeifen. Zack. So. Ja, notfalls muss ich halt gucken, ob ich mehr HP noch anziehe. Aber das ist eigentlich auch immer ein bisschen doof. Oh, 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 nee, raus da. Okay. Okay, okay. So, jetzt stellen wir uns hier mal zu den Orochi wieder hin. Oh, oh. Nee. Ah, Mann, ey. Ja, was machen denn die Orochis da, dass die mir da auch noch immer auf die 12 hauen? Ne, das ist ja auch eigentlich ein bisschen gemein hier. Das wieder an. Hup mal. Hup, du kleine Maus. So. Das ist aber auch wirklich, das ist hier eine echte Schlacht, ne? Also ich sag es euch, Freunde der Nacht. Das, oh Gott, ey, dann immer noch verlangsamt. Ich habe leider echt jetzt nichts mehr, womit ich mich irgendwie erwehren könnte. Ich habe keine Tränke mehr, nichts. Ach, das ist ja gemein. Ha, ja, das probieren wir jetzt nochmal. Also, das ist ja mysteriös. Jetzt muss ich dann gleich mal gucken, ob ich, also ich habe jetzt hier nur noch die Leech-Tränke, da werde ich mir noch einen Trank craften müssen. Kann ich das eigentlich im toten Zustand auch machen? Dann könnte ich das gleich schon mal machen. Ach so, ne, wir haben hier noch zwei so eine Hot-Tränke, die können wir nehmen. Was haben wir denn hier überhaupt gekriegt? Für ein Siegel. Ach, das kann ich gar nicht aufmachen, wenn ich tot bin. Okay, ja gut, egal. Ja, dann hätten wir
Das haben wir dann. Okay, alles klar. Dann brauchen wir jetzt nichts craften. Dann haben wir noch Tränke. Soll mir auch recht sein. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir da ein Stück weiterkommen, ne? Mit unserem Schlachtgetümmel hier. So. Ich hoffe, ich hoffe. Okay. Ja, ich will meinen Körper zurück. Vielen Dank. So, was haben wir denn hier noch so ein bisschen? Kritischer Trefferwert. Klingt doch nach einem Plan, ne? So. Ah ja, hier, guck mal, den stecken wir uns auch mal. Den stecken wir mal hier hin. Okay. So, jetzt können wir aber gucken, was drin war. Ach so, so ein Nebenwaffending. Alles klar. Ja, auf, ach so, ein bisschen mehr HP vielleicht noch. Oh. Ja, bitte. Okay, ist zwar nicht so viel, aber besser wie nix vielleicht, ne? Also schauen wir mal, ob wir so vorankommen hier. Ja, ja, das haben wir schon gesehen. Ach, das ist aber auch echt lästig hier. Also ich weiß nicht, was lästiger ist, die Orochis mit ihren Raketenwerfern oder... Zack. Oder die blöden Hunde, ne? Wahrscheinlich die Orochis, vermute ich. So. Weil die sind schon echt, was die... Ja, egal. Orochis halt, ne? Die sind halt an allem schuld. Na hier, du sollst doch hier, genau. So. Ja, Ziel ist außer Reichweite, ist egal. Hierhin. So. Und so, und jetzt machen wir hier, zackig. So. Oh, nee, 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 ey. Das wird doch schon wieder nichts hier. Komm her hier. Oh, bla. Jetzt muss ich ja mal gucken, was habe ich denn hier überhaupt? Was läuft hier denn? Ein Schmutzkontakt, okay. Ah, das ist... Ja gut, die kotzen mich halt auch die ganze Zeit an. Na, was soll ich machen? Ich könnte natürlich gucken, ob ich switche und was Reinigendes mitnehme vielleicht. Also, damit nicht die ganze Zeit der Dot auf mir tickt. Dann dürfte das Ganze wahrscheinlich wesentlich einfacher sein. Vermutlich. Oh, ja, kehren Sie innerhalb von 10 Sekunden zurück, da die Mission sonst scheitert. Ich hab mich doch gerne hier... Da muss ich anders machen. Guck mal, ich habe den Schmutzkontakt hier. Das ist verlangsamt und lähmt und keine Ahnung. Also ich gehe jetzt hier mal raus. Ja, ich werde hier trotzdem umfallen wahrscheinlich. Nee, jetzt ist abgebrochen. Okay. Ah, nee, da habe ich schon wieder. Das ist die Kotze, die die auf mich draufsetzen. Okay. Okay, alles klar. Das heißt, ich brauche etwas zum... zum mich selber reinigen. Ach du Scheiße. Ja, hervorragend. Ich habe natürlich auch kein... Also es wäre ja möglich... Wo ist denn... Das habe ich natürlich auch nicht, ne? Eindringender Schuss? Nee, das ist ja hier irgendwo clean... Cleanup ist irgendwo ziemlich weit. Also es ist ein Elite-Skill auf jeden Fall. Ich glaube, im äußeren Kreis ja hier aufräumen. Nee, vergiss es. Das ist ja nix. Tja. Ja, gute Frage, wie man das jetzt macht dann, ne? Ich habe hier nix, um mich selber zu reinigen. Jetzt können wir natürlich mal gucken. Kraftsuche. Reinigen. Schuss ins Blaue, mäßigen, magnetische Varianz. Was ist denn das? Ach so, okay. Reinigen Sie beim Ziel außerdem einen positiven Effekt. Schuss ins Blaue. Immer wenn Sie ein Ziel mit dem Status geschwächt treffen, besteht eine 10%ige Chance, einen positiven Effekt zu reinigen. Nee, das ist ja alles nicht das, was ich suche.
Ach, scheiße, ey. Ja, das, keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Und, ja, gucken mal. Ja, was soll ich machen, ne? So. Die Schlacht überleben. Wenn ich mir hier immer nur einen suche. Guck mal, die gehen doch auf die Orochis eh los, ne? Der hier hat es doch jetzt hier nur auf mich abgesehen, oder sehe ich das irgendwie falsch? So, hier sind jetzt zwei Stück, die es auf mich abgesehen haben. Das könnte man doch hier. Die beiden, das dürfte doch gehen hier vermutlich, weißt? Also, zwei so Viecher, das dürfte nicht das große Problem sein. Ich muss halt nur gucken, dass ich dann zwischendrin, dass der Dot wieder runter geht, ja. Und da haben wir schon das Problem. Okay, da haben wir den nächsten. Ich versuche jetzt einfach echt mal so wenig wie möglich von den Viechern einfach zu haben. So. Okay. Ja, hier haben wir zwei, die wir jetzt gepult haben. Okay. Okay. Wir machen Lidstrang an. So. Dann gehen wir hier am Rand wieder lang. So, haben wir hier einen, der Aggro auf uns hat. Ja, hier der hat Aggro auf uns. Guck mal, dann nehmen wir uns den jetzt hier vor und machen hier auch mal gleich Dings an. So, okay. Okay. Welcher ist denn? Das ist halt nicht so einfach zu gucken, welcher denn jetzt gerade stinkig auf einen ist, ne? Wenn hier so viele rumrennen. Aber. Oh. Oh Gott. Können ja mal ein Stück da. Vier so eine. Oh, fünf haben wir jetzt. Das ist halt schon wieder echt viel, ne? So, dann machen wir das. Jetzt haben wir sechs. Ja, hier, guck mal. Und jetzt machen wir hier die Viecher. Ah, geschafft. Oh, Scheiße! Scheiße! Nein, nicht so, nein! Ja, ihr seht, da mussten wir uns jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr anstrengen, ne? Also, ja, das war schon nicht ganz so leicht. So, der Spur des Rudels folgen. Wo sind die lang? Die sind hier lang gelaufen, oder was? Ja, hier lang sind die gelaufen. Na, die werden doch wohl irgendwo, ich wollte gerade sagen, die werden doch Tapser hinterlassen haben. Vermute ich doch. So, dann wollen wir doch mal sehen. Wohin tapst es denn? Dem Rudel folgen, um dem Orochi-Operationsleiter zu finden. Na gut. Okay. Ja, ich. Oh, da liegt eine Lore. Da liegt eine Lore. Die will ich. Okay. Siehst du? Wir waren hier halt nicht gründlich, als wir hier das erste Mal waren. Aber ich glaube, hier hinten in der Ecke ist man auch so gar nicht im Normalfall, ne? Ne, was soll man denn hier? Okay. Sehr schön. So, dann. Sehr schön. Anna, was ist denn das? Das ist ja alles von Halloween einer. Okay. Ja, wir folgen den Tapsern mal weiter. Ach Gott, und Halloween ist ja auch schon fast wieder, ne? Ach du liebes bisschen. Ja, das ist natürlich auch. So lang ist es ja nicht mehr hin, ne? Ja, kotz mich an. Okay, die Höhle betreten. Okay, machen wir auch. Aber erst töten wir den ertrunkenen Seefahrer hier noch. So, la 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 la, la 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 la. Oh, das war. Das war, Entschuldigung, das war mein Handy. So. Okay. Alles klar.
können wir diese wunderschöne Höhle betreten. Wollen Sie die Höhle des Bewachers betreten? Ja, wir wollen diese Höhle betreten, aber wir betreten sie erst im nächsten Part. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid beim Leiden und Sterben gegen die Bewacher. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.